meine Freunde, und herzlich willkommen zur 10. Folge Ravenport im LS19. Ja, 10 Folgen haben wir schon. Ging schnell irgendwie. Und wir machen heute weiter mit unserem Feld Nummer 2, welches wir jetzt anfangen zu kalken. Nein, fangen wir jetzt nicht an. Wir fahren jetzt zur Kalkstation tatsächlich damit. Und schau mal, wo war die denn überhaupt? Jetzt halten wir hier mal eben an. Falsch, da. Die ist aber weit weg. Gab es hier nicht noch eine in der Nähe? Tatsächlich nein. Es gibt eine bei der BGA. Und eine hier am Hafen. Das ist schon ein bisschen weiter Weg. Dann fahren wir nicht mit dem Teil dahin, denn wenn ich mir schon was davon abholen will, dann vielleicht einen ganzen Anhänger voll. Dann parken wir doch den Düngestreuer doch nochmal eben ein. Mir ist auch mal aufgefallen, ich habe das hier falsch hingestellt. Der Düngestreuer stand bei der Feldspritze, wo Unkrautvernichter drin ist. Diese gehört aber eigentlich neben den Striegel und der Düngestreuer neben den Kalkstreuer, weil das ja die, so eine Art Düngestufen sind. So, auf geht's. Brettern wir mal zur Kalkstation runter. Jetzt bin ich gespannt. Versuchen wir mal 2000 Liter dann gleich auf 2000 Liter aufzuladen. Denn die sind ja in einer Palette drin und gucken uns mal an, was es kostet. Eine Schaufel haben wir zur Not ja, um das, was weiß ich, wenn es jetzt wirklich auch nicht ins Lager mit reingehen sollte, kippen wir es auf den Hof ab, schaufeln es in den Düngestreuer rein, in den Kalkstreuer, schaufeln wir das dann rein und dann passt das. Wenn es halt trotzdem, trotz alledem immens günstig ist oder auf jeden Fall günstiger ist wie Paletten und das nicht ins Lager reinpasst, dann bin ich auch bereit, dann haue ich mir da irgendwo einen Kalkberg hin. Und dann schaufeln wir halt jedes Mal. Da breche ich mir dann auch keinen bei ab, würde ich mal sagen. Irgendwann müssen wir mal so ein bisschen die Karte erkunden, mal so ein bisschen rumfahren, gucken. Ich finde zum Beispiel das Skelett hier. Soll wahrscheinlich irgendein Dinosaurier gewesen sein. Irgendein schwimmender Dinosaurier. Oh, das ist ja praktisch. Zug ist gerade durch. Perfekt. Irgendwie über den werde ich mich noch oft genug ärgern, wenn ich hier an der Schranke stehe, weil der Zug alle 2 Minuten hier lang fährt. Jetzt müssen wir auf die Karte mal ein bisschen gucken. Aber eigentlich müssten wir da direkt dran vorbeifahren. Also müssen wir da nur die Einfahrt finden. So, wir machen mal die Rundumleuchten an. Wie sich das gehört. Wenn man Uferstraße ist. Uff, 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 uff. Das war nicht die Hupe. darf ich hier schon... Nein, da sind Schienen, da darf ich so noch nicht drüber fahren. Ich könnte, ich mach's aber nicht. Aber wir werden hier irgendwo rein müssen gleich. Vorausgesetzt, wir kommen von der Straße aus hier rein. Ja, kommen wir. Schön über die Schienenbrettern. Ist bestimmt auch nicht so vorgesehen. Kalkstation, ist das der hier? Wie geht die ganze Nummer jetzt? Hilfefenster an. Befüllung starten. Kalk, ja.
Jetzt gucke ich noch mal schnell, waren das auch wirklich 2000 Liter? 2000 Liter, ja. Viel zu zaghaft. So, ziemlich genau. So, dann haben wir jetzt ausgegeben 60. 360 haben wir ausgegeben. Und hier kostet wie viel? 450, also für eine 100er gespart für 200, 2000 Liter. Bei den Mengen, die wir brauchen, haben wir da ganz schnell mehrere Paletten zusammen. Lohnt sich also auf jeden Fall dort zu kaufen. Perfekt, das machen wir. Klatschen wir voll den Anhänger. Meine eine Anhängerladung wird uns eh nicht weit bringen. Alleine bei dem Anhänger haben wir schon mehrere hundert Euro wieder gespart. Geil. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es tatsächlich so viel ist. Also 90 Euro eigentlich nur in etwa. Ich gehe jetzt mal von 100 aus aufgerundet. Da sparen wir auf jeden Fall eine Menge. Gut, das Fenster kann wieder aus. Plane drauf, damit er uns nicht wegfliegt. Und weiter geht's. Dann müssen wir auf jeden Fall mal richtig Massen an Kalk holen, wenn wir Zeit haben. Ich denke aber, die werden wir auch noch haben, bis die Felder durch sind, alle. So dass wir wieder. Boah. Alter, wieso lag das jetzt an dem vollen Anhänger, dass der nicht gebremst hat? Ich gehe mal von aus, das ist nicht der normale Weg hier. Die hat ein Fahrzeug wahrscheinlich so eigentlich nichts zu suchen. Beim fährt, da kommt er nicht. Haha! Ja, ich wollte gerade sagen, fährt der Zug hier durch und da kommt er schon. Passiert auch mal, ne? Ja, fahren wir mit unserer edlen Ware mal nach Hause. Ja, das ist schon mal. Perfekt, eine Sorge weniger, die wir haben. Kalkpaletten brauchen wir nicht kaufen, nicht schleppen, nicht durch die Gegend eiern. Das holen wir uns jetzt so lose, sparen wir Geld und eine Menge Arbeit mit. Ist auch alles gut für ein Multiplayer-Projekt, zu wissen, dass das billiger ist, weil ich dann garantiert keine Kalkpalette mehr kaufen werde, gleich am Anfang. Dann fahre ich gleich mit dem Steuer zu so einem Ding hin. Was mir auch jetzt gerade wieder eine Entscheidung, die ich noch treffen musste, die hat es mir jetzt auch abgenommen, weil ich nämlich weiß, oder jetzt dadurch wieder was weiß, was mir eine Entscheidung, die noch getroffen werden muss, wo ich mich noch mit dem Anton auseinandersetzen muss bis dahin. Also ich nehme halt immer noch auf den Samstag auf, unser Projekt soll heute starten. Ihr werdet es wahrscheinlich schon, ja, also heute werdet ihr, wenn ihr das seht, mittlerweile auf jeden Fall schon gesehen haben, das Projekt. Oder zumindest ist es auf jeden Fall schon da. Und ihr könnt es sehen. Es ist verrückt manchmal in so einer Zeitblase. Das ist lustig. Für mich ist es, wie gesagt, immer noch in der Zukunft. Für euch, ihr habt das schon längst sehen können. Also da ist es schon länger da. 2, 3 Tage sogar schon. Jetzt überlege ich gerade. Ja, es müsste jetzt, wenn die Folge rauskommt, Dienstag sein. Ja, ich glaube, Dienstag haben wir dann. So, Kalk ist da, Kalk ist da. Jetzt muss es nur noch ins Silo passen. Ich meine, auch dafür, wenn es jetzt ins Silo geht, können wir ja irgendwann mal Abhilfe schaffen, wenn wir tatsächlich noch größere Felder mal haben. Dann holt man sich einen Überladewagen, den macht man voll und fährt mit dem zum Feld, dass man nicht jedes Mal mit dem Kalkstreuer hin und her eiern muss. Überladewagen ist jetzt auch nicht so teuer, passt eine Menge rein eigentlich, sofern Kalk reingehen sollte. Ja, mit so einem vollen Anhänger Kalk bremst der aber schon schlecht. Ja, geht rein. Perfekt.
Jetzt ist nur die Frage, zeigt er uns das hier drin auch an? Wahrscheinlich nicht. Nee, zeigt er uns nicht an. Das heißt, gibt es denn hier generell irgendwo eine Anzeige, wo wir sowas einsehen können? Jetzt mache ich das Hilfefenster dafür mal wieder an. Man muss ja immer mal davon ausgehen, dass hier dann irgendwo irgendwas aufploppt. Aber kann ich das hier drüber einsehen? Auch nicht. Nee, schade. Müssen wir also immer im Auge behalten. Gut. Nichtsdestotrotz wollen wir jetzt Kalken fahren. Natürlich vorher auffüllen. Ja, genau so soll das sein, dass man da nicht so eben mal hochfahren kann. Weil man mit dem Gewicht anstößt. Perfekt. So habe ich es mir gewünscht. Das war nämlich alles sehr flach vorher. Ich habe das extra dann nochmal ein bisschen hochgezogen. Also es war so, da hätte man locker drauf fahren können. Das habe ich extra dann nochmal hochgezogen, weil dann sonst hätte ich mir keine Einfahrt bauen müssen, wenn man da eh hochfahren kann. Also Befüllung starten steht da auch. Okay. Befüllung starten. Kalk, 21.000. Mehr zeigt er auch nicht an. Los geht's. Perfekt. Mehr will ich doch gar nicht. Geht's auch schnell. Alles tipptopp. Können wir das hier wieder ausmachen. Und los geht's. Mehr will ich gar nicht. Das finde ich schon richtig geil. So. Dann schmeißen wir das Zeug hier mal drauf auf den Acker. Ja, das sind glaube ich 12 Meter. Müsste so hinkommen. Entschuldigung. Ich wollte euch jetzt nicht so in die Ohren bellen. Mache ich zumindest sehr ungerne. So, jetzt muss ich hier aufhören, sonst fahre ich auf das Feld drauf. Die liegen doch sehr nah aneinander. Hallo Zug. Fahren hier vielleicht sogar zwei rum? Der andere sah doch eben. Der hatte, glaube ich, eine andere Lok dran. Wenn ich mich da jetzt nicht täusche. Ja. Das klappt mal super. Ich bin gespannt, wie oft wir gleich zurückfahren müssen zum Hof, auffüllen. Ich tippe mal, ihr könnt ja auch mal in die Kommentare reinhauen, was euer Tipp ist, wie viele Füllungen Kalk wir hier brauchen. Ich würde mal sagen, jetzt nach dem Vorgewende. 2, 3, 4 Ladungen, sage ich mal. Also plus minus ein paar tausend Liter, aber im Großen und Ganzen 4 Ladungen gehen hier aufs Feld drauf. Ich sollte das rückwärts fahren sein lassen, glaube ich. Ich kann das nicht.
Ja, also mein Tipp sind 4 Ladungen. Ich bin gespannt, was eure Tipps sind, wie viel Anhängerladungen Vollkalk wir hier draufbringen müssen. Gut, dann machen wir auch mal an der Stelle Feierabend für heute. Morgen geht's weiter mit der Vorbereitung für dieses Feld. Dann wird noch zu Ende gekalkt, gedüngt, eingesät und gedüngt. Sollte eigentlich auch relativ fix gehen. Gut, einsehen wahrscheinlich nicht ganz so, das sind bestimmt auch wieder 2 Folgen. Vielleicht lasse ich auch einfach eine ausfallen davon. Und ja, aber sehen wir dann. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Ich bin gespannt auf eure Tipps, wie viel Kalk wir hier verbrauchen werden. Und freue mich schon, wenn ihr auch morgen wieder dabei seid. Wenn ihr mich unterstützen möchtet, lasst mir doch gerne ein Däumchen da, ein Abo und schaltet auch die Glocke an, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt. Ja, das war's dann von dieser Folge, von der 10. LS19 Ravenport-Folge. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, einen schönen Tag euch noch.